Erbes als auch die Regionalentwicklung und die Bildungsarbeit für die Nachhaltigkeit spielen dabei eine große Rolle. Jetzt bei RFH aktuell am Samstag. Das sind unsere Themen heute. Auf die Kufen, fertig, los! Eröffnung der zweiten Halberstädter Eiszeit. Neustart für Renault und Dacia. Die K-Union Autotag GmbH übernahm Autohäuser in Halberstadt, Aschersleben und Bernburg. Wernigerode mit neuem Auftritt. Imagefilm will in 150 Sekunden für die bunte Stadt werben. Gemeinsam mit dem Teufel in das neue Jahr. Neujahrsempfang 2018 im Freizeit- und Sportzentrum in Halberstadt. Stadtspaziergänge im Schatzjahr 2018. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Stadtspaziergänge im Schatzjahr 2018. Wer einmal mit der historischen Straßenbahn in Halberstadt fahren, die Domstadt als Filmkulisse erleben will oder auf dem Friedhof eine Open-Air-Lesung besuchen möchte, der weiß oft nicht, wann und wie er das machen soll. Diese Frage beantwortet jetzt eine neue Broschüre mit zahlreichen Events und Ausflugszielen in der Kreisstadt. Ja, in den Stadtspaziergängen im Schatzjahr 2018 haben wir 20 verschiedene thematische Führungen zusammengestellt. Da haben wir auf Altbewährtes zurückgegriffen, aber wir haben auch 8 Führungen, die es so in dieser Form noch nicht gegeben hat, mit unseren Partnern zusammengestellt. Jährlich kommen bis zu 200.000 Touristen nach Halberstadt. Durch die 1200-jährige Geschichte hat die alte Bistumsstadt historisch viel zu bieten. Höhepunkt ist dabei natürlich immer der Dom und der Domschatz. Aber auch Gegenwärtiges lohnt einen Besuch, wie das Vogelkundemuseum Heine Arnum oder das Gleimhaus. Schon seit vielen Jahren bietet die Stadtinformation zu ihren touristischen Highlights geführte Stadtspaziergänge an, die jetzt in einer neuen, 10.000 Auflagen starken Broschüre aufgeführt sind. Darunter auch 8 neue Angebote. Naja, wir haben die normalen Stadtführungen, aber das, was wir mit den Stadtspaziergängen erreichen wollen, ist ja eigentlich, dass diese vielen Schatzstücke und jede einzelne Führung ist eins davon, für eine breite Masse zugänglich sind. Also wir wollen die Bürger ansprechen, die Einwohner der Harzregion und wir wollen natürlich auch den Touristen einen Mehrwert bieten. Und da gibt es eben solche Geschichten, die ganz neu dabei sind, wie Halberstadt ist filmreif, wo wir das Thema Drehort Halberstadt aufgreifen. Wir werden eine Krimi-Lesung auf dem Friedhof machen, was es in dieser Form beispielsweise auch noch nicht gegeben hat. Ja, oder wir starten jetzt schon am 2. Februar mit einer Führung nachts im Schachmuseum, in unserem Schachmuseum in Ströbeck. Und ich denke, da haben wir ein ganz gutes Angebot zusammengestellt. Wer einen Stadtspaziergang buchen möchte, der kann das wie gehabt persönlich in der Stadtinformation tun. Es gibt aber auch 2 neue Vertriebswege. Ja, die Buchungsmöglichkeit ist auch ein bisschen neu. Sie können nach wie vor, wie bewährt, in die Halberstadt-Information kommen und sich das Ticket dort kaufen. Die Tickets sind aber auch alle in unserem Ticketsystem Reservex eingestellt. Bedeutet, dass auch Vorverkaufsstellen von Reservex in der Harzregion diese Tickets verkaufen können. Da haben die Bürger beispielsweise nicht so lange Wege. Und was auch ganz neu ist, wenn Sie privat zu Hause sich für so eine Führung interessieren, dann brauchen Sie bloß www.reservex.de aufrufen, die Führung in Halberstadt eingeben und können sich Ihr Ticket am Computer selber ausdrucken. Sind denn diese Führungen auch in der neuen Kampagne Schatzjahre eingebunden? Ja, sind sie. Wir haben gesagt, es sind Stadtspaziergänge im ersten Schatzjahr 2018. Und wir haben natürlich gesagt, dass diese neuen Führungen, die es noch nicht gibt, also bisher noch nicht gab, dass das exklusive Schatzführungen sind. Weil es ja heißt, wir wollen viele unentdeckte Schätze Halberstadts, aber auch viele bekannte Schätze Halberstadts präsentieren. Jetzt sind Sie ja Chefin der Tourismusinformation. Was ist denn so Ihr Lieblingsstück in Halberstadt? Mein Lieblingsstück ist der Dom und der Domschatz. Mein ganz persönliches.
Die Broschüre Stadtspaziergänge erhält man kostenlos in der Stadtinformation und an anderen Infostellen. Im Jahr 2019 soll es dann eine zweite Auflage mit neuen Events geben. Übrigens sind die vorgestellten Destinationen nicht nur etwas für Touristen, sondern die Stadt hofft auch auf viele Besucher aus dem Harzkreis. Die Spiele von Germania Halberstadt werden Ihnen präsentiert von den Halberstadtwerken. Die Winterpause ist vorbei. Am Sonntag, den 28. Januar, geht es wieder auf den Platz für den VfB Germania Halberstadt. Anpfiff ist um 13.30 Uhr gegen FC Viktoria 1889 Berlin im Stadion Lichterfelde in Berlin. Im ersten Spiel unterlagen die Germanen mit 0:2. Dieses Mal hoffen sie mit der Unterstützung der Fans 3 Punkte bei diesem Auswärtsspiel zu holen. Neustart für Renault und Dacia. Die Car Union Autotag GmbH übernahm Autohäuser in Halberstadt, Aschersleben und Bernburg. Die Car Union Autotag GmbH übernahm die Autohäuser in Aschersleben, Bernburg und Halberstadt. Es ist ein Neustart, der jetzt mit einem Tag der offenen Tür publikumswirksam eingeläutet wurde. Auch wenn der Geschäftsbetrieb nach der Insolvenz der Renault Autohäuser an den 3 Standorten ohne Unterbrechungen weiterlaufen konnte. In Halberstadt begrüßten Ben Langner und das Team der Car Union Autotag GmbH die Gäste und Kunden am Standort Quedlinburger Straße. Wir freuen uns, dass wir jetzt praktisch seit dem 18. Dezember vom Autos Car Union Autotag GmbH übernommen wurden und der Geschäftsbetrieb jetzt nach der harten Zeit der Insolvenz wieder für alle normal weiterläuft. Und die Kunden, haben Sie auch heute am Tag gesehen, halten uns hier die Stange und sind froh, dass sie wieder ihre alten Ansprechpartner sehen. Die qualifizierten Mitarbeiter hier, wie auch in Bernburg und Aschersleben, wurden übrigens übernommen und sorgen für Kundennähe und bestmöglichen Service vor Ort. Das Team ist in alter Besetzung für Sie geblieben. Wenn Sie herkommen, müssen Sie sich an keine neuen Gesichter gewöhnen. Alle Mitarbeiter wurden übernommen und sehen jetzt positiv der Zukunft entgegen. Die Car Union Autotag GmbH ist übrigens mit 18 Standorten einer der größten Renault- und Dacia-Vertragshändler in Deutschland und mit der Vielfalt der beiden Marken will das Unternehmen die Kunden weiterhin erfolgreich und zuverlässig betreuen. Also auch jetzt beim Autohaus Car Union sind wir vertreten wieder mit den Marken Dacia und Renault und sind modellpalettenmäßig da sehr gut aufgestellt, sodass wir für jeden Kunden das passende Auto finden. Zum Tag der offenen Tür wurden die neuen SUVs von Renault in den Blickpunkt gerückt. So, auch in der Renault-Palette sind wir sehr gut aufgestellt mit unserem neuen Koleos. Und bei Renault können wir praktisch vom Kleinwagen, den Twingo, über den Clio, den Captur, vom Kombi, vom Talisman, Megane Grand Tour, jeden Kunden das richtige Fahrzeug anbieten. Der stattliche Koleos in zweiter Generation mit immerhin 4,87 Meter Länge überzeugt nun mit viel Lack und Leder statt Plastikinterieur sowie einem digitalen Cockpit und auffallend dem riesigen Touchscreen. Für den kraftvollen und effizienten Antrieb sorgen 2 angebotene Dieselmotoren mit 130 bzw. 177 PS und optionalem Allrad. Von der Ausstattungsvielfalt sollte man sich beim Probesitzen oder besser fahren einfach mal selbst begeistern lassen. Wir vertreten auch hier im Autohaus die Marke Dacia seit 2006, die in Deutschland vertreten ist mit dem Fahrzeug Dacia Sandero und bis hin zum neuen Duster. Und der neue Duster steht Ihnen auch bei uns im Autohaus zur Probefahrt zur Verfügung. Das Team von Car Union Autotag in Halberstadt berät Sie gern zu Ihrem persönlichen Favoriten von Renault oder Dacia.
Oh ja, Neumann Hörakustik. Gut, dass ich mich dort habe beraten lassen und nun ein modernes Hörsystem nutze. Meine Enkelin, jetzt verstehe ich wieder ihre Geheimnisse. Meine Familie, jetzt fühle ich mich wieder voll integriert. Ja, dank Neumann Hörakustik stehe ich wieder mitten im Leben. Neu hört man besser. Dank moderner Hörsysteme von ReSound und kompetenter Beratung bei Neumann Hörakustik in Quedlinburg im Weihegarten 1. Fahrzeuge Bögelsack. Beste Preise und leidenschaftlicher Service. Wir haben immer mehr als 250 Fahrzeuge an unseren Standorten in Halberstadt für Sie vorrätig. Automobile sind unsere Leidenschaft und genau so ist unser Service. Egal welche Marke Sie fahren. Wir sind kompetent, qualitätsbewusst und in den Preisen fair. Fahrzeuge Bögelsack. Zweimal für Sie in Halberstadt. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yipp! AOK-Versicherte haben es besser und zahlen auch 2018 nur 14,9%. Die AOK bleibt die günstigste Krankenkasse Sachsen-Anhalts. Noch nicht AOK-versichert? Dann schnell wechseln und früher sparen. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie unter www.besserhaben.de. Jetzt noch größer, noch schöner, noch besser. Monsator in Wernigerode, Ihr Spezialist für Küchen- und Haushaltsgeräte in der Minzlebener Straße. Profitieren Sie von kompetenter Beratung, Verkauf und Küchenmontage aus einer Hand. Entdecken Sie außerdem die Hausgerätevielfalt bei Monsator. Mit aktuellen Geräten von Miele, Siemens, Bosch, Gaggenau, AEG und vielen weiteren Herstellern. Nutzen Sie auch den professionellen Haushaltsgeräte-Reparaturservice für Waschmaschine, Kaffeevollautomat und Co. Monsator, Ihr Hausgeräte- und Küchenspezialist in Wernigerode, Minzlebener Straße 43. Für euer Leben, das ständig vernetzt und always honest, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Flexibilität. Eure Verbindung ist Pure. Disse, Ihr Fachhändler in Halberstadt mit vielfältigen Leistungen und umfangreichen Angeboten. Zum Beispiel Spezialschuhe für Diabetiker mit individuell adaptierter Fußbettung aus der eigenen Werkstatt. Wir haben auch das passende Elektromobil für Sie. Lassen Sie sich kompetent beraten und betreuen, damit Sie auch weiterhin aktiv am Leben teilhaben können. Ihr Disse, Sanitätshaus und Orthopädietechnik in Halberstadt und Oschersleben. Frisches Design aus Frankreich für den Harz. Der Citroën C4 Cactus mit Airbump-Technologie. Ein Kompakt-SUV mit Persönlichkeit, voll moderner und nützlicher Technologie und Motoren der neuesten Generation. Lernen Sie das innovative Fahrzeug bei einer Probefahrt kennen. Das Team Konrad im neuen Citroën Autohaus in Quedlinburg, Bicklingsbach 4, präsentiert Ihnen auch gern die weiteren Modelle von Citroën und bietet Ihnen besten Rundumservice zu attraktiven Konditionen. Le car, le caractère. Citroën. Stadtwerke Blankenburg, Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort.
Alle Infos unter sb-blankenburg.de. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Neues aus der Harzregion. Jetzt bei RFH. Grüne Karte für den UNESCO-Geopark. Der Regionalverband Harz betreut den südlichen Teil des UNESCO-Geoparks Harz-Braunschweiger Land-Ostfalen und hat einen wesentlichen Beitrag zur hohen Auszeichnung geleistet. Im September erhält dieser Geopark anlässlich der 8. internationalen Konferenz in Italien die Urkunde überreicht. Die professionelle Arbeit der kleinen Geschäftsstellen in Quedlinburg und Königslutter sowie das enge Netzwerk regionaler Partner sind die Voraussetzungen für solch eine Anerkennung und Vorbildwirkung für andere UNESCO-Geoparks. Der UNESCO-Geopark umfasst, also Harz, Braunschweiger Land, Ostfalen, umfasst eine große Region Mitteldeutschlands, geht über 3 Bundesländer, mehrere Landkreise und ist damit auch eine Region, die gleiche geologische Wurzeln hat, eine sehr, sehr interessante und spannende Landschaft. Was aber noch wichtiger ist, dass Menschen diese Landschaft genutzt haben, die Rohstoffe genutzt haben und dass der Ursprung jeder wirtschaftlichen Entwicklung hier darin zu sehen ist, was es hier für Rohstoffe gegeben hat. Das ist eine ganz spannende Geschichte, das muss man wissen. Das wollen wir den Menschen hier vor Ort erzählen oder auch nochmal erzählen. Das wollen wir den Touristen zeigen und wollen damit vor allen Dingen auch die Einzigartigkeiten dieser Region hervorheben. Auch, es ist auch eine Wertschätzung für das, was Menschen über viele Jahrhunderte und Jahrtausende hier unter doch schwierigen Bedingungen geleistet haben, der Natur diese Rohstoffe auch abzuringen und damit hier eine Entwicklung zu erzeugen, die am Ende dann auch mit technischem Fortschritt verbunden war, wenn ich an den Bergbau denke, die auch damit verbunden war, eine Kulturlandschaft zu entwickeln, so wie wir sie heute finden. Das alles haben Menschen geleistet. Und das ins Blickfeld zu rücken, halte ich für ganz wichtig. Und das machen wir in dieser großen Region gemeinsam. Und das schafft ja auch Verbindungen auch über den Harz ins Umfeld hinaus. Sowohl der Schutz des geologischen Erbes als auch die Regionalentwicklung und die Bildungsarbeit für die Nachhaltigkeit spielen dabei eine große Rolle. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Zum Ende der Woche erwarten uns wieder einmal jede Menge Wolken und Niederschlag. Von morgens bis Nachmittag ist es bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad. Abends gibt es leichten Regen bei Werten von 8 Grad. Nachts überwiegt ebenfalls eine dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Temperaturen von 10 Grad. Zum Start in die neue Woche wird das schlechte Wetter noch durch Wind ergänzt und die Tageshöchstwerte liegen bei 12 Grad. Wernigerode mit neuem Auftritt. Imagefilm will in 150 Sekunden für die bunte Stadt werben. Die Vielfalt und Farbigkeit von Wernigerode zu erfassen, ihre wirtschaftliche und kulturelle Seite zu zeigen, sowie die hohe Lebensqualität in der Stadt zu dokumentieren, ist das Anliegen eines neuen Imagefilms. Er soll das historische und das moderne Wernigerode präsentieren und so neugierig machen. Der vor 6 Jahren ins Netz gestellte Film war in die Jahre gekommen und sollte durch eine dynamische und zeitgemäße Werbung ersetzt werden. Während einer Medienkonferenz wurde der neue 150-Sekünder vorgestellt. Ja, Wernigerode ist eine inzwischen international bekannte Stadt. Wir sind sehr viel unterwegs, auch
in Sachen Stadtwerbung, Citywerbung. Und wir haben sehr viele Gäste hier in unserer Stadt und in der heutigen Zeit kommt man natürlich bestens mit bewegten Bildern auch an die Menschen heran, an deren Emotionen und an deren Gefühl, ob es irgendwo schön ist oder nicht. Und deshalb haben wir uns entschieden, nach 6 Jahren den alten Film quasi neu aufzulegen mit völlig neuer Technik und mit tollen Bildern. Wer hat den Film erstellt? Die Cybrix Media hier aus Wernigerode, ein junges Team von Filmemachern, die uns schon seit Jahren begleiten und die sich sehr viel Mühe gemacht haben mit toller Technik, mit Drohnen und mit toller Kameratechnik hier ein halbes Jahr lang mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung tolle Schnitte geschaffen haben und einen so tollen Blick auf die Stadt Wernigerode uns bieten. Auf welche Themen wurde besonderer Wert gelegt? Ja, natürlich vordergründig das Städtebauliche, das Touristische, aber auch das Wirtschaftliche und Sportliche. Es gibt insgesamt 8 Themen. Wir hätten sicherlich 25, 30 Themen behandeln können, aber wir wollten diesen Film auch sehr kurz und knapp halten, dass er eingängig ist, dass er auch überall angesehen wird. Und wir wissen, wie schnell die Menschen heute gerade Informationen konsumieren. Und deshalb haben wir gesagt, 150 Sekunden, das ist so das Höchste, was wir uns leisten wollen. Und so ist komprimiert die Stadt Wernigerode zu sehen. Darsteller wurden angeworben, viel Archivmaterial gesichtet und 6 Monate lang wurde mit modernster Technik gefilmt und das zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten. Was dann folgte, waren tagelange Schnittarbeiten und immer wieder wurde gekürzt und alte Fassungen verworfen. Das große Problem war eigentlich zu überlegen, was nimmt man rein und was lässt man weg und was kann man weglassen. Da haben wir viele, viele Stunden in Beratungen zusammengesessen, haben gesagt, was muss rein, was können wir vernachlässigen. Irgendwas hat man natürlich nicht drin, was auch wichtig gewesen wäre. Aber ich denke, wir haben einen guten Querschnitt gefunden, die Attraktivität der Stadt zeigt. Und es ist ein toller Film geworden. Es sind auch Menschen zu sehen. Wie haben Sie die dazu animieren können? Ja, wir haben einfach gefragt. Wir haben Mitarbeiter hier in der Stadtverwaltung gefragt, haben ein Brautpaar gehabt, das geheiratet hat, gesagt, wollt ihr euch nochmal das Kleid anziehen und nochmal im Film mitmachen? Die haben sofort ja gesagt. Wir haben einfach die Leute angesprochen und viele haben mitgemacht. Auch die Musik passt? Genau, wir haben lange überlegt, wir haben mehrere Musiktitel gehört, moderneres mit Rhythmen, klassische Musik, haben vieles probiert, haben vieles hinter den Film gelegt, haben geguckt, wie es wirkt und haben uns für diesen Titel entschieden. Wie viele Varianten gab es denn im Vorfeld? Wir haben im Grobschnitt mehrere Varianten gehabt, die waren erst sehr lang, 4 bis 5 Minuten und dann mussten wir immer Sekunde für Sekunde rauskürzen, und weil wir wollten unter 3 Minuten landen, so dass wir schon zahlreiche 10, 15 Varianten hatten, die wir dann immer weiter bearbeitet haben. Der Film soll bei unterschiedlichen Veranstaltungen gezeigt werden und auf Messen für die bunte Stadt werben.
Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Plüschtiere der Nintendo Game Stars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RAV-Teletext ab Seite 301. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Suchen Sie eine neue Wohnung? Wir machen Ihnen die Suche leicht mit unserem vielfältigen Wohnungsangebot in Halberstadt. Damit Sie gut, preiswert und zukunftssicher wohnen. Zeitgemäß, modern, perfekt für Ihre Familie. WGH, Freunde fürs Leben. Wir begleiten Sie stressfrei in die eigenen vier Wände. Unser Serviceteam berät Sie individuell. Informieren Sie sich jetzt im Mitgliederservicezentrum oder im Wohnungsmarkt im Internet unter wgh.de. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Auf die Kufen, fertig, los! Eröffnung der zweiten Halberstädter Eiszeit. Großer Andrang auf dem Eis. Bereits zum zweiten Mal eröffnet auf dem Halberstädter Fischmarkt die insgesamt 450 Quadratmeter große Schlittschuhbahn. Zahlreiche Besucher sind erschienen und nach einer kurzen Eröffnungsrede schwingen sich die ersten auf die Kufen. Die Stimmung ist optional und alles in einem stößt die zweite Halberstädter Eiszeit, genau wie die erste, erneut auf große Begeisterung bei den Halberstädtern. Gesponsert wird die Eiszeit auch in diesem Jahr wieder von den Halberstadtwerken. Herr Dr. Gerloff, die Halberstadtwerke engagieren sich hier bei der Eiszeit. Schon im letzten Jahr war das so. Warum? Naja, also wir sind ja normalerweise Energieunternehmen, das den Leuten Wärme ins Haus bringt. Und dann hatten wir eine Anfrage, mal Kälte in die Stadt zu bringen. Und ich finde, gerade wenn dann demnächst die Ferienwoche ist, dann schaffen wir hier doch ein bisschen Atmosphäre auf dem Markt, finde ich. Und für die Kinder eine tolle Sache für die Freizeit. Und da sind wir dann schon gerne dabei. Also als Energieversorger kann man das mal gut machen, hier so eine Eiszeit unterstützen, weil wir leben ja von der Lebensqualität in der Stadt. Und dann wollen wir auch gerne einen Beitrag leisten, das zu machen. Nichts wie los und ab aufs Eis. Genauere Informationen zu den Öffnungszeiten und Preisen finden Sie online unter halberstädter-domweihnacht.com.
Gemeinsam mit dem Teufel in das neue Jahr. Neujahrsempfang 2018 im Freizeit- und Sportzentrum in Halberstadt. Rund 400 Gäste begrüßte Halberstadts Oberbürgermeister Andreas Henke zum traditionellen Neujahresempfang. Dieser fand im Freizeit- und Sportzentrum statt. Wie in den Jahren zuvor wurden die vielen Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens von Stadtratspräsident Dr. Volker Bürger begrüßt. Ich darf Sie im Namen des Stadtrates der Stadt Halberstadt und unseres Oberbürgermeisters natürlich zu unserem Neujahrsempfang auf das Herzlichste begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und wieder so zahlreich erschienen sind, dass wir sogar oben die Tribünen besetzen mussten. Nun liegt der Neujahrsempfang der Stadt Halberstadt häufig im letzten Viertel des Januars. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen und Ihren Familien heute von dieser Stelle für das Jahr 2018 Gesundheit und Erfolg für die Lösung der Aufgaben in diesem nicht mehr ganz neuen Jahr wünschen. Wir freuen uns, dass trotz der schwierigen Situation der Regierungsbildung unsere Bundestagsabgeordnete Frau Heike Bremer heute unsere Einladung angenommen hat. Herzlich willkommen, Frau Bremer. Eine gute Tradition des Neujahresempfangs ist, dass eine gemeinnützige Organisation ausgezeichnet wird. In diesem Jahr konnte der Stadtratspräsident Dr. Volker Bürger den Verein der Pflege- und Adoptiveltern Halberstadt e.V. zum Verein des Jahres 2018 auszeichnen. Mit der Auszeichnung verbunden ist eine Scheckübergabe in Höhe von 250 Euro, die Katrin Kube als Vorsitzende des Vereins dankend entgegennahm. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und wir empfinden dies als Wertschätzung unserer ehrenamtlichen Tätigkeit, stellvertretend für alle ehrenamtlich Tätigen. Auch in Halberstadt nutzt der Oberbürgermeister die Möglichkeit des Neujahrsempfangs, um auf Themen wie Bauvorhaben und Finanzausstattungen einzugehen. Auch wir als Stadt können wieder investieren. Da nimmt sich die vorgesehene Sanierung der Domberg-Stützbauer mit einer vorgesehenen Grüninsel und Verlängerung des Fußweges noch vergleichsweise bescheiden aus, finanziell zumindest. Andere Projekte schlagen da kräftiger zu Buche. Allen voran im 20. Jahr der Neubebauung des Stadtzentrums, der Kauf des Rathauses durch die Stadt. Wir können und wollen nun endlich Eigentümer dieses Hauses werden. Fest im Plan verankert sind die Sanierung der Diesterwegschule, der Spiegelgruppe, der Goetheschule, die Sanierung Kita Waldblick, Straßenbauprojekte im Sonntagsfeld der Sargstätter Siedlung in der Quedlinburger Straße sowie unser Anteil auch beim Ausbau der Magdeburger Straße und die Anbindung der Ortsumgehung Halberstadt-Haßleben an das Gewerbegebiet. Die energetische Sanierung der Grundschule Anne Frank ist bereits angeschoben. Ebenso wurden zwei wichtige Identifikationsvorhaben mit Impulsen an den Start gebracht, die Umgestaltung des breiten Weges und das Verkehrskonzept für die Innenstadt. Und beides, und das ist ganz wichtig, beides erfolgt mit Beteiligung einer breiten Öffentlichkeit. Denn erst, wenn sich Bürgerinnen und Bürger mit ihren Vorschlägen gehört, wenn sie sich auch angenommen wissen, schaffen wir Akzeptanz von Planungen und späteren Ergebnissen und damit auch etwas mehr Stolz und Verbundenheit. Den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, der Ortsteile, alles erdenklich Gute, viel Erfolg, Gesundheit und viele schöne neue Erlebnisse im Jahr 2018. Herzlichen Dank. Völlig überraschend stand der Teufel höher Wut, begibt er sich langsam durch die Reihen. Ja. Oh Mann. Ich bin gleich mit dir. Doch ein beherzter Bürger konnte ihn stoppen. Das ist doch nicht wahr! Ich war fast draußen! Jedes Jahr ist gleich mit dir! Mann! Mach doch, was du willst! Mach ich auch! Das Geschenk steht ganz im Zeichen der Schatzjahre. Eine neue Marketingkampagne der Stadt für die kommenden 3 Jahre. Schatzjahre 2018 bis 2020. Der Dame Halberstadt alias Katrin Krause wird die neue Schärpe mit dem Aufdruck Schatzjahre 2018 bis 2020 verliehen. Anschließend gibt es für alle Gäste einen Schatztaler.
Das ist eines der vielen neuen Schatzjahre-Produkte, die bereiten. Im Anschluss wird angestoßen mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Mit dem Teufel wollte ich schon immer mal eintrinken. Den Auftritt des Teufels fanden die Gäste Show. Die musikalische Begleitung kam dieses Mal aus Blank. Dieser war nach Halberstadt gekommen, weil mehrere Schulen in einem Projekt das Lindenberg-Musical hinter dem Horizont aufführten. Gerade spielt die Coverband den Titel Mein Ding von Udo Lindenberg. Das Küchenstudio Spiegelstraße ist das Herz begehrt. Innovative Technik, pflegeleichtes und strapazierfähiges Material. Die Veranstaltung der Flöte präsentiert das Ensemble um Musikdirektor Christian Fitzner Werke zur Stunde der Klassik. Das Philharmonische Kammer der Klassik erhalten Sie bei der Touristinformation Wernigerode online auf www.pkow.de und unter der Eingeblendung. Winterferienaktion an der Talsperre Wendefort. Werfen Sie einen Blick in das Innere der Multifunktion. Bereitstellung von Wasser, Erzeugung von Strom, Schutz vor Hochwasser. In der Zeit. Am Sonntag, den 28. Januar, feiert das Freie Theater Theaterlandschaft e.V. die mit uns diese Zeit von Johann Sebastian Bach gemeinsam mit der Kapelle AGD und mit den Kinder- und Jugendchören musizieren. Die Harzer FIFA 18 Meisterschaft. Das größte E-Sports-Event im Harz. Für 14 Jahre ist. Anmeldeschluss ist der 4. Februar. Germania-Stadion, wo sollte man sonst FIFA spielen? Ob Xbox oder PS4, spielt auf der Konsole eurer Wahl. Die Partien werden so weit wie möglich auf der Favorit... Porto hinbewegen wollt. Und der dritte Preis sind 2 Tickets für ein Bundesligaspiel. Und für jeden, der teilnimmt und vielleicht nicht unter den... Dynasty Gaming, die Harzer E-Sport-Community für Jung und Alt. Millionen Menschen in Deutschland leiden. Bei mir im Studio recht herzlich Dr. Jörg Grünwald. Hallo, er ist Biologe.